war der absolute Super-Riesenerfolg. Es kamen bei weitem nicht alle rein, die wollten. Wir haben ganz viele Mitspieler und Freunde gehabt, die gesagt haben, ich kenne hier noch 5, da noch 10. Und es hat sich wirklich gestapelt in den letzten Wochen, die Anrufe. Und ganz viele kamen nicht rein. Das war total schade. Aber es ist natürlich auch toll, wenn es so gut angenommen wird. Und wir hatten ein begeistertes Publikum. Und auch die Musiker waren alle begeistert. Ein super Erfolg. Fünf Fahrräder, fünf Behälter mit Becken, vier Leinwände mit einem Film und eine Langseite. Also das ist einfach mal, wenn man das jemandem vorher versucht hätte zu erklären, dann hätte der vielleicht gesagt, nee, das machen wir nicht. Ungewöhnlich und neu und ja, immer wieder überraschend auch, dass da plötzlich Gesten kommen, die man sonst nicht so kennt, dass sich jemand die Ohren zuhält, weil es einfach zu laut ist oder auch mal jemand sagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr oder so. Das kennt man natürlich sonst nicht im Probenablauf. Das macht die Sache sehr erfrischend. Auch auf zu neuen Ufern. Also dass es da keine Grenzziehung gibt, das ist neue Musik, das ist keine neue Musik, sondern dass es diese ganze Auslegung oder diese ganze Ausbreitung gibt. Musik mit szenischen Anteilen, Musik, die eine Geschichte erzählt, Musik, die in den Klängen ist, Musik, die von einem Fahrspaß, wie bei den Fahrrädern ausgeht, von sowas Brausendem. Also dieses Weite und das verbunden mit diesen drei Ensembles, drei Institutionen. Es haben alle voneinander gelernt, kann man sagen. Also eben auch die Musiker vom Staatsorchester haben eigentlich an Lebendigkeit und Ausdruck und Spielfreude auch gewonnen und auch Improvisationsfreude eigentlich. Also ich glaube, da haben wirklich alle was von gehabt von dem Projekt. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass in so einer Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt hatten, dass da irgendwie jeder auf seine Art professionell ist und dass alle voneinander was lernen können. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Prozess war hier, war das aufeinander hören, das aufeinander achten. Und ich glaube, das haben auf jeden Fall alle hier total gut gelernt. Und das ist auch das, was ich für mich irgendwie mitnehme, dieses aufeinander achten und zuhören, was spielen die anderen und wie kann ich mich einbringen. Ja, aufregend, aber ganz gut sonst. Das könnte man öfters aufführen, denke ich. Ja?